Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute beschäftigen wir uns mit ein bisschen Weihnachts-Winterlektüre. Bücher, die ich bereits auf dem Sub habe, Bücher, die ich nochmal lesen möchte und Bücher, die jetzt neu bei mir dazugekommen sind im November. Und ja, wer jetzt sagt, Mensch, für Weihnachten ist das ja eigentlich noch ein bisschen früh. Ja, da bin ich absolut dabei, aber wenn man denkt, dass das jetzt vielleicht nur noch so 4 Wochen sind oder 3,5, ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video online kommt, aber ja, also es ist nicht mehr so lange und man liest ja, zumindest ich, gefühlt wirklich nur Weihnachtsbücher in der Zeit vor Weihnachten, vielleicht noch, wenn es hochkommt, in der Woche von Weihnachten, je nachdem, was Weihnachten für ein Tag ist. Im Januar lese ich keine Weihnachtsgeschichten mehr, also ja, vielleicht noch die ein oder andere Wintergeschichte, das durchaus, aber Themen wirklich, wo irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben, das geht für mich nur in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit und die beginnt halt in der Regel Ende November. Und ich habe mir noch ein paar Bücher vorgenommen und wir starten jetzt einfach mal mit den Büchern, die neu bei mir eingezogen sind, die ihr dann natürlich auch in den Neuzugängen sehen werdet und die ich eben einfach spannend fand als Neuerscheinung für dieses Jahr, dass sie dann im Grunde jetzt auch von mir dieses Jahr wahrscheinlich gelesen werden. Und zwar Zimtgebäck und Winterküsse von Colin Wright. Ist mir durch das Cover auf jeden Fall aufgefallen und als ich dann so ein bisschen einfach nach Weihnachts-Winterbüchern gesucht habe, bin ich an dem so ein bisschen hängen geblieben. Der Klappentext lautet wie folgt. Kurz vor Weihnachten weht der eisige Winterwind die unterschiedlichsten Gäste ins Evergreen Inn. Da sind zum Beispiel die Kinderbuchautorin Molly, die ihre Schreibblockade überwinden muss. Markus, ein attraktiver Witwer mit 2 zuckersüßen Töchtern und Hannah, die im Evergreen Inn ihren Freund heiraten will. Umgeben von Plätzchenduft und der Vorfreude auf die Hochzeit könnte es ein wunderschönes Weihnachten vor dem warmen Kamin werden. Doch dann lässt Hannas Freund die Verlobung in letzter Sekunde platzen. Die Karten werden neu gemischt und so mancher Gast wird ein kleines Weihnachtswunder erleben. Klingt natürlich schon ein bisschen kitschig und vielleicht erahnt man auch, in welche Richtung es geht. Aber ich finde sowas immer wunderschön. Ich mag die Vorstellung, dass wir hier eine Art Hotel haben, dieses Evergreen Inn, das so ein bisschen urig ist, gemütlich ist, wo der Winter, Weihnacht Einzug gehalten hat und unterschiedliche Charaktere, von denen wir dann hoffentlich auch ein bisschen was hören und lesen und darüber, ja, freue ich mich und bin sehr gespannt. Das zweite Neuerscheinungsbuch, was ich mir geholt habe, ist Das Glück liegt unterm Weihnachtsbaum von Mina Teichert. Auch ein Buch, das absolut durch das Cover natürlich besticht. Und man kann sich das vorstellen, ich habe dann wirklich irgendwie 10 Tabs irgendwie offen im Internet, im Firefox. Und die 2 sind sozusagen die 9 geworden, beziehungsweise kommt da noch eins dazu. Ja, es sind ja im Grunde 3 neue. Und auch hier der Klappentext. Ellen liebt Weihnachten über alles. Als sie pünktlich zur Adventszeit ihre turbulente Familie besucht, erwartet sie dort eine Überraschung. Ganz unverhofft bekommt sie einen kleinen Hundewelpen geschenkt, der schon bald für Herzklopfen sorgt. Denn kaum hat Ellen ein Foto von ihm auf Instagram eingestellt, wird sie von einem Unbekannten angeschrieben, dessen Profilbild einen Hund wie ihren zeigt. Auf leisen Sohlen bahnen sich schnelle Gefühle für den mysteriösen Chatpartner an, doch ausgerechnet an Heiligabend bringt mehr als nur eine unerwartete Weihnachtsüberraschung, alle Besinnlichkeit durcheinander. Und ich bin zwar schon eher, sage ich mal, der Katzenfreund, ich mag aber Tiere einfach grundsätzlich super gerne. Ich mag auch Hunde in Geschichten sehr gerne, weil sie doch ein bisschen interaktiver mit den Menschen agieren können. Allein schon, weil man ja auch mit einem Hund viel mehr rausgeht als zum Beispiel mit einer Katze. Und das mag ich an solchen Geschichten super gerne. Und ja, man erahnt schon, dass natürlich der Hund auf dem Foto wahrscheinlich tatsächlich der gleiche Hund ist, der bei Ellen eingezogen ist und vielleicht da irgendwie eine Liebesgeschichte sich bahnt. Ob es am Ende wirklich der gleiche Hund ist oder nur ein Hund, der sich ähnlich sieht und beide dann mit 2 Hunden dastehen, das kann man ja noch nicht absehen. Aber ja, diese beiden Bücher sind dank der Verlage schon bei mir eingezogen, worüber ich mich sehr gefreut habe und auf die ich mich jetzt im Dezember auch freue. Ein Buch, was noch auf der Wunschliste ist, aber wahrscheinlich gar nicht mehr lange, beziehungsweise vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht schon gar nicht mehr auf der Wunschliste ist Winter von Vanille von Manuela Inusa. Die Autorin war ja für ihre Victory Lane, nein, die hieß glaube ich anders, Reihe bekannt, wo ich auch den ersten Teil, das war so ein Teeladen, noch ganz niedlich fand.
Band 2, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. War das das Wollparadies? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oder die Schokolade? Ich kann es nicht mehr sagen. Valerie Lane-Reihe. Und das hat mir aber nicht mehr richtig gut gefallen. Habe ich dann auch tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr beendet, weil ich den Stil auch ein bisschen langweilig fand. Aber Wintervanille ist der Auftakt, glaube ich, auch einer Reihe. Und ich gebe der Autorin einfach mal noch eine Chance, mich zu begeistern. Und vielleicht hat sie ja nach 4, 5 Teilen der Valerie Lane-Reihe irgendwie jetzt den Dreh raus, um mich zu packen. Und ja, weil einfach der Klappentext so schön klingt. So zauberhaft und romantisch wie ein Spaziergang im Schnee. Mit viel Liebe führt Cecilia ihre Vanillefarm im kalifornischen Napa Valley. Sie handelt aber nicht nur mit dem Gewürz, sondern stellt auch leidenschaftlich gern köstliche Produkte damit her. Leider lässt ihre Passion Cecilia kaum Zeit für ihre beste Freundin Julia, geschweige denn für ein Liebesleben. Ein TV-Bericht über Cecilias Plantage und ihre besonderen Vanillekreationen weckt das Interesse von Richard Banks, dem Inhaber einer luxuriösen Hotels, der sie prompt einlädt, dort an einem Gewürzseminar teilzunehmen und selbst Vorträge zu halten. Cecilia ist begeistert, denn das Resort liegt am verschneiten Lake Tahui. Die perfekte Gelegenheit, echte Winterstimmung zu erleben. Sie ahnt nicht, dass Richard nicht nur ihre Vanillekekse zuckersüß findet. Und ja, natürlich erahnt man auch hier schon so ein bisschen, in welche Richtung diese Geschichte gehen könnte, mit der Liebesgeschichte, mit ja, einer jungen Frau, die eigentlich in Kalifornien kaum Schnee sieht, hier an irgendeinen See zieht, beziehungsweise dort erstmal Vorträge hält. Und ja, natürlich könnte ich mir vorstellen, dass zwischen Richard und Cecilia da auch ein bisschen was geknüpft ist. Aber ich finde ja, bei Liebesgeschichten ist im Grunde schon immer der Weg das Ziel und nicht das Ziel das Endergebnis. Also ja, aber... Nein, jede Liebesgeschichte kann anders erzählt werden. Und ja, das Buch ist damit dann auf der Wunschliste gelandet. Dann habe ich zwei Sub-Bücher, und zwar eins von Corinna Bohmann. Das ist mir letztes Jahr beim Freundschafts-Weihnachtswichteln geschenkt worden, weil ich von ihr so begeistert war von der Frauen am Löwenhof-Reihe. Und ja, allerdings war es dann gefühlt schon um meine Weihnachtslektüre geschehen und so habe ich es mir für dieses Jahr auf den Sub parat gelegt, denn ich finde tatsächlich, dass die Geschichte sehr zauberhaft klingt und mich auch in die Weihnachtszeit bringen kann. Denn eigentlich kann Anna Weihnachten nicht ausstehen, doch in diesem Jahr will sie mit ihrer Familie feiern und so setzt sie sich in den Zug nach Berlin. Was folgt, ist ein unvorhergesehener Roadtrip der verschneiten Art. Nichts geht mehr. Anna muss sich mit Schneepflug und per Anhalter durchschlagen und überall läuft in Dauerschleife Last Christmas. Auf ihrer Odyssee begegnet sie aufmüpfigen alten Damen, einem lebenslustigen LKW-Fahrer und einem Haufen Hippies. Doch so unterschiedlich diese Menschen auch sind, sie alle verbindet an diesem Tag das eine. Es ist Weihnachten. Und ja, auch das klingt mega, mega kitschig, aber wenn ich Kitsch ertrage, dann ist das meistens im Zusammenhang mit Weihnachten. Und ich stelle mir das einfach richtig schön vor, hier unterschiedliche Charaktere zu treffen. Es ist Weihnachten, jeden umgibt so ein gewisser Zauber und ich stelle mir das richtig schön vor. Und ich kann mir das auch bildhaft vorstellen, wenn man einfach irgendwann genervt ist von Last Christmas. Auch mir geht das bereits, glaube ich, am 2. Dezember so. Das ist, ja, ganz schlimm ist, als kleine Anekdote, bei uns der Radiosender, der hat schon im August, am 24. August, morgens Last Christmas laufen, mit dem Hinweis, oh, noch 4 Monate bis Weihnachten. Und das habe ich jetzt im Oktober auch wieder gehört, mit dem Hinweis, oh, noch 2 Monate. Und dann denke ich mir auch so, Leute, also, man ist schon genervt von diesem Lied, bevor eigentlich die Weihnachtszeit anfängt. Aber ja, deswegen kann ich ja auf jeden Fall hier Anna oder Anna gut verstehen, obwohl ich tatsächlich schon sehr gerne die Vorweihnachtszeit habe und auch Weihnachten liebe. Ja, und von daher ja, kann ich sie nicht ganz nachvollziehen, aber so ein Roadtrip stelle ich mir auf jeden Fall auch spannend und interessant vor. Das zweite Buch, was ich auf dem Sub habe, nämlich auf dem Hörbuch-Sub, ist Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg von Jenny Colgan. Die Reihe um diese kleine Bäckerei habe ich im letzten Jahr, glaube ich, gehört. Ich glaube es. Hab dann aber irgendwie ganz verdrängt, dass es da ja auch noch eine Weihnachtsgeschichte gibt, weil sonst hätte ich mir die wahrscheinlich direkt auch im letzten Jahr schon angehört. Und ja, ich hatte sie mir wohl tatsächlich für einen halben Gutschein im letzten Jahr auch geholt und dann irgendwie vergessen. Ja, es passiert manchmal. Jetzt habe ich mich aber daran erinnert, beziehungsweise so beim Durchscrollen, ach ja, die hattest du ja auch noch. Also ich weiß, dass mir das im Februar, März diesen Jahres auch schon aufgefallen ist. Dann war es aber einfach zu spät für eine Weihnachtsgeschichte. Und ja, wir sind hier ja an Cornwalls Küste und treffen wieder auf Polly, die ja
uns die Geschichte in den ersten zwei Bänden schon erzählt hat, was es mit der kleinen Bäckerei am Strandweg auf sich hat. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, die beiden anderen Bücher zu kennen, kann das jetzt aber natürlich noch nicht beurteilen, weil ich die Geschichte nicht kenne. Ja, Polly hat nur ein Ziel, dieses Fest der Liebe muss das Beste aller Zeiten werden. Aber wann verläuft das Leben schon nach Plan? Prompt schneit ihre Freundin in der Bäckerei vorbei und vertraut ihr ein heikles Geheimnis an, das bald nicht mehr zu verbergen sein wird. Außerdem ist da noch die leidige Frage, wer die Bäckerei weiterführen darf. Wird es Polly trotzdem gelingen, mit ihrem Freund Huckley und Papageientaucher Neil das fröhlichste aller Feste zu feiern? Ja, über das Geheimnis, das man wohl bald nicht mehr verbergen kann, da wissen wir jetzt wohl auch schon alle, was es sein könnte. Ich mochte damals Polly unglaublich gerne. Ich mochte die cornwallische Küste gerne. Diese Idee mit der Bäckerei am Strandweg und ja, dieses ganze Örtchen, dieses Dörfchen, war so ein richtig schöner Wohlfühlroman. Ich habe beide sehr gemocht, waren auch toll vertont und ja, ich freue mich jetzt hier dann einfach hier wieder im Cornwall anzukommen und die Geschichte einfach nochmal so ein bisschen weitergesponnen zu bekommen und ja. Und dann habe ich ein Buch, das ich gerne rereaden würde, das ich jetzt natürlich nicht aus dem Regal gezerrt habe, wie ich dann auch manchmal so doofelig bin. Ich blende es euch aber trotzdem ein und zwar ist es Die schönste Zeit des Jahres von der lieben Jackie Feilgut. Das Buch ist, glaube ich, 2017 erschienen. Ich wollte es im letzten Jahr auch schon zur Weihnachtszeit nochmal rereaden, hab's aber dann wie immer irgendwie verpennt. Oh, das ist... Manchmal vergehen diese 4-5 Wochen vor weihnachtliche Zeit einfach viel zu schnell. Eine Geschichte, die ich in ganz wunderbarer, heimeliger, wohliger Erinnerung habe. Und ich kann mich erinnern, dass es einen Weihnachtsbaum und einen Schneemann namens Fred und George gibt. Mein persönliches Highlight in diesem Buch. Also wer es noch nicht weiß, Fred und George sind ja die Weasley-Zwillinge und ich fand das großartig erzählt. Der Klappentext, ein Buch über Liebe, Freundschaft und den wahren Sinn von Weihnachten. Denn eigentlich sollte Weihnachten das Fest der Liebe sein. Für Zoe stimmt das schon lange nicht mehr. Zumindest bis ihr alter Schulfreund auftaucht, mit dem sie eine sehr komplizierte Vergangenheit verbindet. Kann Danny es schaffen, ihr den Glauben an Weihnachten wiederzugeben? Eine romantisch Weihnachten Geschichte im verschneiten Vermont. Und hier hat man ja diese Art Adventskalender-Idee, die er für sie im Grunde aufgreift und umsetzt und ja, die einfach ganz wunderbar von Jackie geschrieben wurde und wirklich sehr heimelig, wohlig ist. Und sie steht auch hier hinter mir als echtes Buch und ich werde hier auch zum echten Buch tatsächlich greifen und mich an der Geschichte dann erfreuen. Ist für mich auf jeden Fall was, um an einem Wochenende es wegzulesen, um mich da in Stimmung zu bringen und ich freue mich sehr auf diesen Reread. Und das waren sie nun, die Bücher, die voraussichtlich jetzt zur Winter-Weihnachtszeit von mir gelesen werden. Vielleicht habt ihr ja auch noch Buchempfehlungen, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Alle Infos zu den Büchern findet ihr auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch die Bücher interessieren. Mich interessiert natürlich eure Buchtipps oder ob ihr eins der Bücher vielleicht auch auf dem Schirm habt oder gerade von den Büchern, die ich auf dem Sub habe, vielleicht auch schon gelesen oder gehört habt. Schreibt mir das gerne, wenn ihr Lust darauf habt. Und ich freue mich immer über den Austausch in den Kommentaren. Und ja, lassen wir jetzt Weihnachten bald kommen. Ich danke euch jetzt schon fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.